So Leute, erstmal einen guten Tacho. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe endlich mal einen neuen Akku bzw. zwei neue Akkus bestellt und jetzt heute ist quasi der erste Tag, wo ich mal Zeit habe auszuprobieren. Wir haben heute den den 5. glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. 5. September glaube ich haben wir. Ich glaube, vorhin stand auf der Uhr 32 Grad. Dementsprechend bin ich auch gekleidet. Und beim letzten Video, also nicht jetzt das mit den 360 Grad, wo ich ja fast getötet wurde, sondern davor hatte ich eigentlich noch ein zweites Video aufgenommen. Aber dadurch, dass die GoPro immer wieder abgeschmiert ist, ich weiß nicht, also ich habe jetzt eine andere Speicherkarte drin und natürlich einen ganz neuen Akku. Ich habe vorher mit Powerbank gemacht. Das ging eigentlich alles, aber trotzdem ist sie abgeschmiert. Ich glaube, da hatte auch noch die Speicherkarte noch ein Wörtchen mitzureden. Keine Ahnung, was da los war. Mal gucken. Je nachdem, wie lange der Akku hält, mache ich heute direkt zwei Videos. Ich fange mal erstmal so mit so aktuellen Themen an, die jetzt so in den letzten paar Tagen und Wochen auf YouTube so ein bisschen unterwegs waren. So ein bisschen Reaction und Smalltalk auf der Harley, sage ich mal. Ich gehe mal davon aus, viele von euch kennen Servant vs. Wild und verfolgen den Scheiß. Also, was heißt Scheiß? Ich finde es natürlich geil. Ich gucke sowieso Fritz Meinecke schon so richtig viele Jahre und alle, die da so drumherum so ein bisschen mit Eiern in der Wildnis. Und Seven vs. Wild ist ja so, für die, die jetzt nicht Bescheid wissen, der hat Daumen hoch gemacht, geil. das ist so ein Format, also es hat, der Ursprung war vor 2 Jahren, 7 Teilnehmer gehen für 7 Tage in die Wildnis und haben nur 7 Gegenstände dabei. Das war Staffel 1 und jetzt bei Staffel 2 war es auch 7 Tage, 7 Teilnehmer, aber die Gegenstände waren nach Skills der Teilnehmer angepasst. Und jetzt, die dritte Staffel, die ist ja jetzt gerade abgedreht worden, darum ist ja auch der Skandal jetzt, also nicht um die Staffel selbst, sondern um einen Andreas Kieling, den glaube ich viele Ältere von euch kennen könnten, so ein Tier-Dokumentationstyp, Fotograf, was auch immer. Weiß ich nicht, ich glaube, der ist ja schon 60 oder auf jeden Fall könnte der mein Vater sein. Vom Alter her, vielleicht ist er sogar noch ein bisschen älter, weiß ich jetzt gar nicht genau. Egal, auf jeden Fall, diesmal Staffel 3 haben die 14 Teilnehmer für 14 Tage, also 7 Teams für 14 Tage aufgestellt und auch aus unterschiedlichen Schichten von YouTuber bis sogar Joey Kelly ist dabei gewesen und Joey Kelly wäre ja im Team mit Andreas Kieling gewesen. Was ich dazu jetzt zu sagen habe, keine Ahnung, auch noch mein Senf. Irgendwie der Typ, als die jetzt ja vor ein paar Wochen sich dann in Vancouver getroffen haben, er wusste noch nicht mal, wer der Chef der Bande da ist, fand ich schon ziemlich, ja, wie soll ich sagen, respektlos gegenüber Fritz Meinecke. Also überhaupt, ich sag jetzt mal, ich würde jetzt, keine Ahnung, ich nehme an irgendeiner Veranstaltung teil, die für YouTube gedreht wird. Ich wurde eingeladen, jetzt mal angenommen, ne, und fahre dann dahin und habe mich dann nicht damit auseinandergesetzt, wer das da überhaupt macht. Dann wäre das ziemlich respektlos von mir gegenüber den Betreiber des Formats. Das war schon mal so das Erste. Und ja, dann ist das wohl noch so ein richtiger Schmierfink, der auf junge Mädchen steht und auch seine Finger nicht bei sich halten kann. Deswegen ist er auch rausgeflogen, noch bevor das stattgefunden hat. Und Gott sei Dank gab es einen Ersatzkandidaten, der dann eingesprungen ist. Ich glaube, das ist auch die deutlich bessere Wahl, meiner Meinung nach. Ich denke, da wird Joey Kelly mit seinem neuen Teampartner viel mehr Spaß gehabt haben. Hoffen wir mal. Wir werden es ja noch sehen. Richtung Ende des Jahres, wenn ihr das nicht kennt, guckt einfach, ach, was erzähle ich, jeder von euch kennt, glaube ich, Seven in the Wild. Oder Knossi sagt immer,
Scheiße, jetzt sage ich schon, ich sage es selber falsch. Es heißt Seven vs. Wild und dank Knossi sagt jetzt jeder Seven in the Wild. Naja, egal, irgendwie ist das gerade irgendwie so ein bisschen. Ah, fahren wir. Ach, scheiße, ich habe mir gar keinen Plan gemacht, wo ich lang fahre. Egal, ich fahre jetzt einmal hier geradeaus und dann links und noch weiter und so weiter. Ja, also. Der hat ja Affe auf dem Bike. Ich glaube, der ein oder andere von euch könnte Affe auf dem Bike kennen. Die macht ja auch, die fährt mittlerweile ja auch mit einer Harley, mit so einer, ach, wie heißt die Harley? Keine Ahnung, auch zum BMW GS-Verschnitt nur von Harley hat sie ja gesponsert bekommen, weil die ja durch die ganze Welt tingelt damit, schon seit ein paar Jahren. Und macht auch so Videos und Motovlogs und noch ein bisschen mehr. Und ja, die war natürlich auch eingeladen und er konnte von ihr die Finger nicht lassen. War natürlich ziemlich scheiße in so einem Format und dann auch noch so ein alter Sack bei so einem jungen Mädchen. Spielt eigentlich keine Rolle, wie alt die Frau ist, aber ist natürlich dann noch zusätzlich ein bisschen eklig. Zumal er jetzt auch keine Schönheit ist. Wäre der jetzt hier, weiß ich nicht, mit fast 60 hier wie, ach egal, irgend so ein Schönling, dann könnte man ja noch so ein bisschen verschmerzen, aber der sieht einfach aus wie ein Opa. Nee, absolut Banane. Ich finde sowieso solche Übergriffe, egal gegen Mann oder Frau, ziemlich abstoßend. Ziemlich abstoßend. Und egal, ob es jetzt von einem Mann kommt oder von einer Frau. Und wenn das auch nicht passend ist und wie auch immer, ich denke mal, ihr versteht, was ich meine, muss das nicht sein. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach könnte man da auch schon mal eine Backpfeife verteilen. So sehe ich das. Weil das ist einfach nur abartig. Wenn denn da auch was dran ist. Und da ist ja natürlich was dran. Es gibt Videoaufnahmen davon und es gibt Zeugen und das ist ja alles schon auf YouTube jetzt publik. Jeder hat ja schon so sein Statement drüber gemacht. Mal davon ab. Also ich denke mal, da hat sich der Andreas Kieling jahrzehntelang einen Ruf aufgebaut und innerhalb von ein paar Tagen alles kaputt gemacht. Nur weil er ein Idiot ist. Und weil er dumm ist und weil er ein Schwein ist, ganz einfach. Keine Ahnung, da bin ich auch, da sehe ich auch keine Gnade, wenn sowas auch bewiesen ist und das auch stimmt. Wenn sexuelle Übergriffe, sagen wir es jetzt mal so, ich meine, der hat. Weil der hat jetzt nicht vergewaltigt oder sonst wie was, aber ich meine, da könnt ihr euch ja alles selber anschauen, wenn ihr Bock drauf habt, aber ich denke mal, durch Google und so, wie denn sowieso die meisten von euch davon schon Wind bekommen haben. Ja, einfach nur abartig kann ich dazu sagen. Wie gesagt, es gibt halt Videomaterial, es gibt Zeugen und so weiter und alle haben es ja quasi schon öffentlich gemacht. Oh. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, bei so einem ähnlichen Thema, Rammstein. Ich denke mal, fast jeder von euch hört Rammstein, oder? Viele von euch da draußen. Ich denke mal, ich ziehe doch mehr oder weniger sowieso die ganzen Rocker an. Und das ist ja auch von mir so ein bisschen gewollt. Bei mir war das so, als das mit Till Lindemann so ein bisschen publik wurde, ich habe die ganze Scheiße von Anfang an nicht geglaubt. Ich hätte damit auch auf Schnauze fallen können. Denn das gibt's da draußen, das gibt's auf jeden Fall. Gerade so Machtmissbrauch, wenn man berühmt ist und ne, also 70er, 80er Jahre war das ja auch nichts anderes. Da sind die Groupies gekommen und gegangen innerhalb, weiß ich nicht, einer halben Stunde oder was weiß ich nicht was. Ne? Wenn es aber einvernehmlich ist, dann ist das ja. Ne, wie heißt das, wenn es nicht einvernehmlich? Also wenn es von beiden Seiten okay ist, dann ist es ja so, ne? Was jetzt ja vorgeworfen wurde, war ja, dass er quasi mit Drogen oder hier diese Tropfen, K.O.-Tropfen, die Frauen gefügig gemacht haben soll, beziehungsweise dass ein Auftrag gegeben haben soll und dann die Weiber über die drüber gerutscht ist. Und ja, das ist ja. Wo diese Shelby Lynn, ich weiß nicht mehr in welchem Land, aus welchem Land die kam, wo das, die hat das ja ins Rollen gebracht. Dort wurde es fallen gelassen, weil es keine Beweise gab. Und dann wurde ja in Deutschland ganz viele Anzeigen, ja, auf, wie heißt das, aufgenommen? Ja, angeblich gibt es dann jetzt auf einmal keine Zeugen, es gibt niemanden. Es gibt auch keine betroffenen Weiber. Das heißt, so wie das ausschaut. Und wenn ihr euch da ganz, 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 ganz genau informieren wollt, guckt auf jeden Fall mal den YouTube-Kanal Solmecker an. Das ist ein richtig geiler
Anwalts-YouTuber. So, also der ist da wirklich vom Fach und der kann das alles super genau erklären und haargenau. Und der labert auch keinen Scheiß. Mein Gott, ich habe echt eine rote Welle hier heute. Leckt mich doch an mein Zückerli. Das Ding ist jetzt natürlich, es gab keine Betroffenen, die sich gemeldet haben. Die, die die Anzeigen zu Anzeigen gebracht haben, waren höchstwahrscheinlich nur so Eierköpfe, die entweder im Fernsehen, bei Google, durch YouTube gehört haben, Schwein. Und dann heißt das sowieso, jeder, der groß ist. Und dann sagt man ja, Rammstein wäre ja einfach nur eine Mafia und eine Firma. All solche Geschichten habe ich in den letzten Wochen gelesen und gehört in YouTube-Videos. Und ja, genau, die Betroffenen haben sich dann auf einmal nicht mehr gemeldet. Schon sehr, sehr, sehr komisch, oder? Und ja, keine Beweise. Verfahren wurden eingestellt. Dann frage ich mich jetzt mal auch mal die ganzen Medien da draußen, die Till Lindemann und Rammstein so durch den Dreck gezogen haben für nix. Ich will ja nicht bezweifeln, dass er da nicht irgendwie ein bisschen Liebe gemacht hat mit auch relativ jungen Mädchen, solange die über 18 sind oder wie auch immer, alles im erlaubten Rahmen. Das ist ethisch ein bisschen, oder wie sagt man, ist halt vielleicht ethisch nicht korrekt. Ne? So ein 60-Jähriger mit einer 18- oder 20-Jährigen, das ist die eine Sache, aber also finde ich jetzt auch nicht in Ordnung. Wenn ich jetzt eine 18- oder 20-jährige Tochter hätte und ich weiß, die geht irgendwo hin, da rutscht so ein 60-Jähriger über die drüber, den Typen würde ich den Schwanz abschneiden, das ist einfach so. Das hat aber einen anderen Hintergrund, das ist einfach ekelhaft. Ne? So. Aber dennoch muss man nochmal unterscheiden zwischen, warte mal, ist meine Kamera überhaupt richtig? Ja, zwischen das, wie ich darüber denke und wenn es jetzt meine eigene Tochter wäre oder aus rechtlicher Sicht. Aus rechtlicher Sicht hat er nichts falsch gemacht. So, anscheinend. So ist es zumindest jetzt. So sieht es so aus. Und was machen die ganzen öffentlich-rechtlichen Medien? Die ziehen den immer noch in Dreck und wollen immer noch sagen, ja, der wäre schuldig und blabliblub. Ich finde, die ganzen Zeitungen und alle, die den jetzt in Dreck gezogen haben, noch Rammstein und versucht haben, die Bande da jetzt durch den Dreck zu ziehen, die verfickten Arschlöcher sollten sich mal entschuldigen. Und jetzt nicht nur im Fall Rammstein, sondern immer. Jedes Mal, wenn die missbauen, die Ratten. Ganz ehrlich, das kotzt mich sowieso an mit den ganzen öffentlichen, rechtlichen Medien und diese möchtegern Reporter und die ganzen Schwanzlutscher alle draußen. Ehrlich, das kotzt mich einfach nur an. Aber ich glaube, da wird ein Video, das darf ich einfach nicht monetarisieren. Weil ich will auch einmal so sprechen und ohne dafür einen auf den Sack zu bekommen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es regt mich einfach nur noch auf. Und wie war das? Nicht, bei Marilyn Manson ist es auch damals genauso passiert. Da ist es genauso gewesen, seine Karriere, ich will jetzt nicht sagen, war zerstört, aber hat danach schon so einen kleinen Knick weggehabt. Ich persönlich hoffe und glaube, dass Rammstein dadurch jetzt nicht großartig irgendwelche Verluste einfährt oder irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn ihr dürft auch gar nicht glauben, was da bei Google stand in den Zeitungen. Seit dem Vorfall angeblich wurden zigtausend Karten zurückgegeben. Die Stadien sind nur noch halb voll. Das stimmt überhaupt alles gar nicht. Die waren komplett immer ausverkauft. Und genau das, diesen Hype, sagt man dazu Hype? Auf jeden Fall, diesen Vorfall hat auf jeden Fall noch mehr Leute dazu animiert, Rammstein zu unterstützen und die Karten, die man warum auch immer mal abgegeben hat, durch, weil man nicht kann, man ist krank, was auch immer, die sind sofort aufgekauft worden. Das war also totaler Blödsinn, was da immer in den ganzen Medien steht und der ganze Kram und Scheiße, ich habe einen Warnwestenfahrer gegrüßt. Ich hatte eigentlich noch ein drittes Thema im Kopf, das war einmal das mit Seven in the Wild, dann das mit Rammstein. Verdammte Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte noch etwas, was dort irgendwie gepasst hätte. Ja, ne, keine Ahnung. Also ich finde das irgendwie ein bisschen unter aller Sau. Aber das kennen wir ja nicht anders von Zeitungen und so weiter. Ne? Wir kennen es ja alle nicht anders. Und ich habe auch das Gefühl, ganz viele wachen auch langsam auf und sind auch schon langsam so ein bisschen aufgewacht. Das war schon zur Corona-Zeit so. Jetzt noch mehr und dass Menschen sich gegeneinander aufhetzen lassen, nur wegen den öffentlich-rechtlichen Medien und Zeitungen. Genau dieser Blödsinn muss aufhören, Leute. Weiß nicht, wie man das anders sagen soll, aber es ist einfach Schwachsinn, ey.
Ja, wo fahre ich schon wieder lang? Ich habe keine Ahnung. Ich laber einfach und fahre. Leute, Akku läuft. Er nimmt immer noch auf ohne Störung. Das ist eigenartig. Irgendwas ist hier faul heute. Ja, ich war heute Morgen noch an der Nordsee. Hab ja jetzt das Wochenende mit meiner Frau in der Nordsee verbracht. Das war der erste Hochzeitstag. Und ja, wo soll man den sonst verbringen als da, wo ich hier den Antrag gemacht habe? Ich meine, wir fahren sowieso immer in den gleichen Ort. Das ist unsere zweite Heimat sozusagen. Was war denn das dritte Thema? Oh, ich muss stark überlegen. Ich habe das von Seven in the Wild jetzt erzählt. Dann das mit Rammstein. Da war noch irgendwas, was jetzt passiert ist, irgendwie so ein bisschen in den Medien. Keine Ahnung. So, erstmal, naja, guten Tag brauche ich gar nicht sagen. Es ist jetzt ein Tag später und mir ist wieder eingefallen, was ich im Video noch sagen wollte. Und zwar der Vorfall mit dem Spasti, anders kann man es gar nicht sagen. Wie heißt der? Prinz Markus von Anhalt. Für die, die das noch nicht gesehen haben oder nicht mitbekommen haben, aber ich denke mal, das hat ganz, ganz, ganz große Wellen geschlagen und wird auch noch größere Wellen schlagen, denke ich, hoffe ich zumindest. Seine Tierquälerei. Ich mache euch mal hier eben einen Ausschnitt rein. We have a new game, it's called Hit the Turtle. Okay, Hit the Turtle. Hit the Turtle. Yeah! Da hat der ja, Spacko, Arschloch, ich weiß nicht, was mit dem verkehrt ist, ob der zu viel Koks in der Nase hat oder was auch immer, einfach mit dem Fußball auf eine Schildkröte volles Rohr abgezogen. Und zum Glück, wirklich nur zum Glück, hat er den Panzer getroffen und sein Statement danach, ich glaube, den habe ich auch noch, also ich habe diese Screenshots, die habe ich selber aufgenommen. Die wurden mir zugeschickt am gleichen Tag und dann bin ich auf dem Kanal gegangen, auf Instagram und habe dann das selber aufgenommen und gescreenshottet. Denn ich dachte mir, darauf musste was sagen. Das ist, Tierquälerei ist sowieso so ein Ding, egal ob es jetzt Menschenquälerei ist, Tierquälerei, das ist absolut unter aller Sau. Ich verstehe auch nicht, was mit den Menschen abgeht, die sowas machen. Und irgendwie passt das auch zu dem Thema hier, zu diesem Video. Und keine Ahnung, also wie gesagt, sein Statement ist halt einfach, ja, bei diesem Panzer, da merkt er einfach nichts. Stell dir mal vor, der hätte mit dem Ball, also überhaupt die Vorstellung, dass er überhaupt auf ein Tier oder auf ein menschliches Wesen, aber auf ein Lebewesen ballert, welches komplett hilflos ausgeliefert ist und sich nicht wehren kann. Und stellt euch mal vor, der wäre nur 5 cm tiefer, ein bisschen weiter nach links, schön gegen den Schädel, also gegen den Kopf. Das Tier wäre tot gewesen. Das Tier wäre tot gewesen. Und das ist für mich unvorstellbar, wie ein Mensch sowas machen kann. Das macht mich unfassbar sauer. Und ganz ehrlich, ich weiß, Leute, Gewalt ist irgendwo keine Lösung. Aber es gibt Menschen. Da ist Gewalt eine Lösung. Das sage ich ganz, das ist meine persönliche Meinung. Und der Kerl gehört einfach mal wachgerüttelt, der gehört einfach mal geschüttelt und gewürgt, ganz ehrlich. Vielleicht muss man das gleiche mal mit dem machen. Am besten irgendwie so irgendwo festzurren und festschnurren, dass er hilflos ausgeliefert ist. Und dann werden einfach mal so ein paar Menschen, am besten so welche, die einen richtig harten Schuss drauf haben, den so lange abballern, bis der ihm ernsthaft mal einen Schaden zugefügt wurde. Ich weiß nicht, was mit der Menschheit los ist. Ich kann es einfach nicht mehr verstehen. Ich habe das Gefühl, dass die Corona-Pandemie die Menschen immer bekloppter gemacht hat. Sei es von den Medien her, sei es von dem Medizinzeugs her, was da alles kam und was weiß ich nicht alles. Also sowas kann ich mir... Ja, und dann kommen noch Drogen dazu. Der Typ hat doch hundertprozentig irgendwas Weißes durch die Nase gezogen. Sonst anders kann ich mir das gar nicht erklären. Ich kann es mir anders nicht erklären. Ich weiß nicht, was los ist mit der Menschheit. Warum gibt es so viele bekloppte Menschen auf der Erde? Ich verstehe es nicht. Ohne Witz, ich bin froh. Ich bin froh,
dass die Aliens, die da irgendwo draußen sind und angeblich schon auf der Erde waren, dass die uns in Ruhe lassen. Denn wenn die, sollten die mal unsere Satelliten anzapfen und sehen, was für ein Scheiß wir hier mit uns selbst anstellen, mit unserem Planeten, dann sind wir weg vom Fenster. Ist so, wenn die nur halbwegs intelligent sind, sind wir weg vom Fenster. Naja, also dieser Spacko von Anhalt, ich kann gar nicht verstehen, dass der danach immer noch so viele Follower hat und Leute, die ihn verfolgen. Also absolut daneben, absolut Banane. Nicht nur Banane, das ist unwürdig. Und sowas dann auch noch öffentlich zu zeigen, Leute, sowas auch noch zu zeigen, das ist ja, ist das eigentlich eine Straftat? Ich weiß es gar nicht. Aber der sitzt ja irgendwo in einem anderen Land. Wer weiß, wie da schon wieder die Gesetze sind. Selbst bei uns hier in Deutschland, was ich auch so unfassbar finde, wenn du einem Tier oder einem Hund oder irgendwas antust, dann ist es ja nur eine Sach-, also ist es nur eine Sachbeschädigung. Kriegst eine kleine Geldstrafe und das war's, wenn du einen Hund ermordest oder so. Das ist unfassbar. Ich finde, die Regelungen hier und die Gesetze diesbezüglich sind ein Witz. Das darf echt nicht wahr sein. Die müssen genauso hart bestraft werden, als wenn du. Und vor allen Dingen, es gibt so viele, die Tiere quälen und sich immer wieder neue anschaffen. Es muss doch so ein Register geben für Leute, die sich Hunde oder was auch immer für Tiere kaufen. Und wenn dann rauskommt, die haben die Tiere schon misshandelt, dann sollten diese auch keine mehr bekommen. Ganz einfach. Also, boah, ist das heiß. Es ist noch heißer als gestern, Leute. Es ist noch heißer als gestern, als ich den ersten Teil dieses Videos aufgenommen habe. Und warum auch immer, ich hatte dieses Thema gestern völlig vergessen. Also, als ich dann eben mein Handy durchgescrollt habe, wieso sind denn hier schon Risse drin? Oder ist das Dreck? Ne, die Gabelbrücke der Chrom ist schon hier aufgeplatzt. Ja, muss ich mir eine neue Gabelbrücke holen. Also hier das Cover. Ja, wundervoll. Hä, wie kann das denn sein? Das Video hier waren wieder drei bescheuerte Themen. Themen, die überhaupt nicht hätten sein gemusst. Sei es Misshandlungen jeglicher Art an Mensch, an Tier, an Frauen oder Kinder. Das muss alles nicht sein. Warum muss der Mensch so grauenhaft sein? Also ohne Witz, so schön, also ich fühle ja eigentlich ein schönes Leben und bin auch glücklich in meinem Leben, ne? Und trotzdem guckst du links und rechts, es passiert so viel Scheiße hier, auch bei uns vor der Haustür und dann auch noch in Social Media und dann bekommen Leute Chancen, die Karriere noch zu pushen, wie dieser Andreas Kieling, dieser Tierspasti, ehrlich gesagt. Also der ist einfach nur ein Spasti, der Typ. Weißt du, wer weiß, was der hinter den Kameras mit den Tieren anstellt, wenn der schon Frauen gegenüber so ein Arschloch ist. Nicht nur Frauen gegenüber, auch so. Was man jetzt in den ganzen Statements hört, was jetzt alles rauskommt. Und wie gesagt, es gibt halt Aufnahmen davon. Ne? Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das eventuell nach dem Seven vs. Wild ausgestrahlt wurde, das alles ans Licht kommt wird, also auch visuell. Und dann sieht der Herr Kieling ganz, ganz, ganz alt aus. Was mich mal wirklich interessieren würde, was Joey Kelly dazu sagt, denn der wäre der eigentliche Teampartner von ihm gewesen. Und ich denke mal, dass Joey Kellys Aussage nochmal einen ganz anderen Wert von Gewicht haben wird. Jeder von euch kennt Joey Kelly, von der Kelly Family, die ganzen Spielen bei TV Total und was weiß ich nicht, was es alles gibt, die ganzen Challenges. Sein ganzes Leben lang im Fernsehen präsent, ein bodenständiger Mensch und jeder kennt diesen Kerl. Und ich denke mal, wenn der dazu was sagt und das auch bestätigen wird und wie auch immer, dass das eine Größe von Gewicht haben wird. Und darauf bin ich gespannt. Denn für mich ist das Format Seven vs. Wild was ziemlich geiles. Wie gesagt, ich verfolge sowieso Fritz Meinecke und die ganzen, die da drum eiern, schon sehr, sehr, sehr lange. Und das ist einfach was richtig, richtig geiles, was so ein YouTuber da aufgestellt hat. Und ja, deswegen da nochmal so ein paar abschließende Worte einfach jetzt dazu gewesen. Ja, dann, was soll ich sagen? Die Menschheit verblödet immer mehr. Ich weiß nicht, ob ich auch verblöde. Das werden andere wahrscheinlich sagen können. Ich habe keine Ahnung. Ja, definitiv quäle ich keine Frauen und Kinder und keine Tiere. Das weiß ich. Wahrscheinlich verblöde ich in anderen Dingen. Alles, was mir oben fehlt, habe ich unten zu viel. Leute, das wird es aber wohl auch gewesen sein.
So Leute, jetzt aber bis zum nächsten Video. Vielleicht liked ihr das Video, vielleicht liked ihr das Video nicht. Mich würde auf jeden Fall eure Meinung zu dem ganzen Scheiß, den ich hier erzählt habe, zu dem Scheiß, der auf jeden Fall auch passiert ist, interessieren. Und seid ihr gleicher Meinung? Oder was weiß ich? Ihr könnt auf jeden Fall eure Meinung da lassen. Haut rein in die Tasten. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Und genießt das schöne Wetter. Fahrt Motorrad, fahrt was weiß ich nicht, was ihr habt, was euch Spaß macht. Und genießt das Leben. Und bleibt fair euren Gegenüber. Ja, ich glaube, das war's schon. Ich glaube, da kommt kein Wort hinterher, ne? Leute, wir sehen uns. Haut rein.